So, wir gehen jetzt mal weiter. Den Rest des Ortes kann ich mir auch immer noch anschauen. Hallo, wer bist du denn? Hier ist mir einfach zu viel los. Ich will hier einfach nur verschwinden. Alles Irgendwo klar. mein Funkgerät aufstellen und über die Welt von heute quatschen. Verstehst du? Klar. Ich rate mal drauf los. Glaubst du, dass der Mottenmann unsere Träume klaut? Ah, verdammt, wie viel habe ich auf Glück? Nicht weglaufen. Special. Nicht Glück, hier. 2. Schade. Direkte Kommunikation ist nicht mein Ding. War sie noch nie. Ich will hier einfach. Stell dein Radio bei Weil. mir auf. Weil ich dich nicht kenne? Verschwinde, du Freak. Hey! Moin, Ich Silent hab keine Stream Zeit TV. für dich. Sorry. Ich muss mein Funkgerät. Ich will hier. Gut, da muss ich Drop off. Horizons Rest. Alles klar. Also um den irgendwie. Das ist einer Bist von du den ein Leuten, die man sich Spion ins Camp oder holen ein kann. Kunde? Gibt einem Quests so regelmäßig. Aber da brauche ich einen besseren Raider-Ruf, glaube ich. Um den anheuern zu können. Hast du neu angefangen? Ja, schon vor einer ganzen Weile. Als Stream/YouTube-Projekt, ähnlich wie Bommi es macht. Was wohnt hier? Supermutanten wohnen hier. Oh, die halten einiges aus, du. Finde ich doof. Hallo. Nein, geh weg. Geh weg. Au. Oh, shit. Popgun. Das ist doof. Das ist sehr doof. Stimpak. So eine gescheite Waffe hätte jetzt was. Aber das ist am Anfang leider so ein bisschen schwer. Nicht weglaufen. Alles klar, Sabriel. Gute Nacht. Danke fürs Lurken. Erhol dich gut. Ist er tot? Glaube. Der ist tot.
Treffe ich natürlich nicht im Watz. Mittwoch habe ich mehr Zeit, dann bin ich 7 Tage mindestens alleine. Oh. Meine Mom muss wieder ins Krankenhaus wegen ihrer Niere. Oha. Dann drücke ich die Daumen, dass da alles glatt geht, du. Irgendjemand hier hat es noch auf mich abgesehen, da oben. Aua. Oh, ich hab was verkauft. Cool. Oh, ich bin hier fast tot, du. Wuhu. Nein, komm zurück. Haha. So, aber hier hängen irgendwo noch welche rum, wahrscheinlich auch da oben. So, wir gehen mal hier lang. Hinten der Floater. Oh. Damn it. Gut. Floater ist hinüber. Ich bin überladen. Aber soweit ich weiß, gibt es hier irgendwo eine Werkbank. Was haben wir hier? Oh, ein bekanntes Rezept. Okay. Ich hatte gehofft, hier ein bisschen länger auf unbekannte Rezepte zu treffen, aber... Naja, was soll's. So, da war ich schon. Gehen wir noch hier hinten lang. Ich scheine hier alles getötet zu haben. So, jetzt möchte ich eben kurz was nachprüfen. Okay. Manchmal liegen an solchen Stellen unter irgendwelchen Hüten oder was irgendwelche Schlüssel. Da ist es ganz praktisch, sowas mitzunehmen. Logischerweise. Es geht hier noch einen nach oben. Vor Kriegsgeld.
Leichen tragen auch manchmal Schlüssel bei sich. Ein Gartengrill. Nice. Eine 1A Lootkiste. Große Waffen. Nice. Alles klar, Bichan, mach's gut. Gute Nacht. Danke, dass du da warst. Da hinten ist was abgeschlossen. Wollen wir noch mal jetzt mal nach da hinten gehen? Am besten ohne runterzufallen. In der Badewanne draufgegangen, du. Warum auch nicht, ne? Nehme ich mit. Kaugummis. Nochmal ein Safe. Cool. So, was haben wir hier noch so? Handschellen. Läuft. Totes. Kirchenstühle. Nice. Wir haben Kirchenstühle gesammelt. Genau so muss das. Schlüssel unterm Blumentopf. Das habe ich nicht genau gelesen, welcher Schlüssel, aber das ist eine Hand. Wir werden schon herausfinden, wofür der Schlüssel gut ist. Hupsala, Entschuldigung. Bin heute ein bisschen leicht auf dem Trigger mit dem Finger. Raiderleiche. Bauplan Metalltische. Jawohl. Waffen? Aha. Nathan. Ich kann es kaum glauben, dass Ella alle davon überzeugt hat, ihre Waffen abzugeben und in die Waffenkammer einzuschließen. Diese blöde Kuh schmeißt den Laden, seit wir Helvetia verlassen haben. Aber ich glaube, es wird Zeit für eine Veränderung. Ich habe ihren Schlüssel zur Waffenklammer geklaut und ihn unter dem Blumentopf in meiner Hütte versteckt. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie sie die Leute jetzt rumkommandieren will. Okay, also der Schlüssel, den wir gefunden haben, ist für die Waffenkammer. Hat der Schlüssel unter Garantie auch tot von oben. Unter Garantie auch gesagt. Die Waffenkammer ist bestimmt irgendwo da hinten. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnell. Gehen wir nochmal gucken. Wahrscheinlich habe ich die eh schon gelootet. Das erinnert mich sehr stark an Minecraft. Aber so ganz extrem gerade. Ich bin eh unglaublich überladen, also kann ich den Kram hier auch alles mitnehmen.
Das kommt auch in Minecraft vor, oder? Dieses Musikstück. Das kommt mir gerade so unglaublich bekannt vor. Sind wir dran vorbeigelaufen, ne? Okay, wo ist diese Waffenkammer? Wo ist diese Waffenkammer? Ist sie vielleicht drunter? Da hängt auch noch so ein Teil dran. Oh, da geht eine Treppe runter. Die bin ich noch nicht runter hier. Da ist die Waffenkammer. Aha. Munition. Alkohol. Nochmal Munition. Ein paar Waffen. Eine Mod. Noch mehr Munition. Granaten. Wunderbar. Cool. Ach, das war die Atomrakete. Ist die denn hochgegangen? Ja, in diese allgemeine Richtung, da ist sie hochgegangen. Heieieiei. Nun gut. Ja, wir haben in etwa den halben Weg geschafft. Hier ist noch so ein Wrackteil, das schauen wir uns noch an. Bin absolut vollkommen überladen. So richtig. Ich war der festen Überzeugung, hier würde es... Oh. Das nehme ich mit. Hier würde es irgendwo eine Werkbank geben, aber anscheinend... Ja, gemütlich. Cool. Ja, die Aussicht ist nicht schlecht, ne? So, was haben wir denn hier oben? Cockpit. Schaltkreise. Nice. Und aufbereitetes Wasser. Hirnpilz. Cool, Hirnpilz. Yay, das nehme ich jetzt nicht mit. Oh Mann. So. Hier sind noch mehr Wrackteile. Auto. Ja.
So anstrengend. So anstrengend. Ein Hoch auf das Überlebenszelt. Ich bin immer noch heillos überladen, weil ich einen ganzen Haufen Waffen dabei habe. Eine Maschinenpistole. Alles mal hier so ein bisschen loswerden. Was hier so groß und schwer drin hängt. Ob der was ist? Ob der was ist? Der Rückstoßgedämpfte? Komm auf jeden Fall näher ran. Ist vielleicht ganz praktisch. Mit den Laserwaffen bin ich nie wirklich warm geworden, deshalb nutze ich die nicht. Keine Ahnung, die schießen irgendwie immer daneben. So, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Wunderbar.